Ladies in Germany, Frechheit, herzlichst willkommen heute hier zu einem brandneuen Format. Wir haben uns heute hier versammelt, um auf die Folge 1 und 2 des neuen Join-Formates Good Luck Guys zu reagieren. Das habe ich gar nicht gefragt, Alter. Ja. Und da freue ich mich, wer überhaupt keine Ahnung hat, worum es hier geht. Also erstmal ganz kurz gefasst, aber ich werde euch auch natürlich während des Spiels noch ein paar Sachen zeigen, erklären etc. pp. Ne? Aber Kurzfassung ist, das ist so ein bisschen wie Dschungelcamp tatsächlich. Also sind hier Promis, diese Promis werden random, also die dürfen sich nicht aussuchen, mit wem die in einem Team sind, aber es gibt dann immer Zweierteams. Und diese Teams spielen gegeneinander um Essen, um Pearls, also um Perlen. Das ist so eine Währung, wo die sich dann im Island Shop auch mal was gönnen können. Also vor allen Dingen Essen halt, ne? Ja, und hier geht's ums blanke Überleben tatsächlich. Ich verstehe gar nicht, was so witzig ist. Dieses Format, ganz bequem sich reinzufahren, ist ein Hochgenuss. Ihr werdet nach diesen Doppelfolgen verstehen, was ich damit meine. Also ein schönes Adventure hier. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen möchte, tut das sehr, sehr gern auf Join. Hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Und falls ihr brandneu hier seid, es werden euch gleich eventuell Fahnen begegnen, die ich hier gerne schwinge für bestimmte Verhaltensweisen. Aber ich glaube, dann sage ich euch auch nochmal kurz, für was die Fahne steht, damit wir ja alle im selben Boot schwimmen. Hast du in den Pool gepinkelt? Und das war's von mir. Ich würde sagen, wir gehen rein. Arsch. Mit Kacke, ich hab ein bisschen Schiss. Ist das das Camp? Ach so, check in. Oh. Sawadika. Sawadika. Da, hier haben wir unsere erste Grazie, die einzieht, Yasin. Ich glaube, manche freuen sich nicht, weil viele ihn auch mittlerweile langsam satt haben. Oh! Das ist unprofessionell. WhatsApp ist noch an. Keine Gnade, keine Gnade. Aber ich sag mal so, entspannt euch und lehnt euch da mal zurück, denn wir werden hier wahrscheinlich einen Yasin erleben, der keinen Alkohol hat. Ich will gar nicht hinschauen, ich schwör auf alles. Der keine Vibers hat. Eigentlich will ich gar nicht hinschauen. Der keine Party 24-7 hat, nein. Ein purer Yasin, und das ist doch auch mal was, oder? So eine Seite haben wir auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die härteste Bewährungsprobe, die ich jemals hatte. Welcome. Thank you. Du bist schon echt sehr, sehr schön. Der hat direkt einen Blick auf dich geworfen, ne? Yasin, lass es! Yasin ist in der Haus. Ladies, aufpassen und die schönen Bikinis anziehen. Ich kotze? Ich bin da. Hoffentlich hätte ich schöne Frauen eingepackt. Also, du bist zu gierig. Diesmal kein Dating, sondern Survival. Ich bin ehrgeizig, ich will gewinnen. Das einzige Problem bei mir, was so Ängste betrifft. Paulina ist der Teufel und ich habe einfach nur Angst. Krabbeltiere sind ziemlich ekelhaft. Siehst du schon, mir vergeht das Lachen. Du, ich glaube, Krabbeltiere werden dir da nicht begegnen. Ihr seid da mitten auf einer einsamen Insel. Hab ich so noch nie gehört, dass sich da Krabbeltiere auch befinden. Was ich hier zeigen will auf jeden Fall ist, dass auch Yasin ohne Alkohol funktioniert, ohne richtig Party und Suff, sondern auch, wenn Challenge-Face mal gezeigt wird. Der hat doch Turkey, Alter, wenn der da jetzt, weiß ich nicht, wie viele Wochen keinen Alkohol kriegt. Jetzt mal ganz im Ernst, ich bin richtig gespannt, wie der das verkraften wird. Habt ihr Angst? Yes. Der soll, kann doch was anderes haben. Nein, Paula, beruhig dich. Oh, it's pretty hot. Yes. And it's pretty heavy. Okay. Soll ich Mitleid haben? Soll ich den Koffer schleppen, oder? This is your life. Herzlich willkommen am Lost Beach. Ab jetzt beginnt dein Abenteuer. Du verlässt die Zivilisation. Hier ist kein Platz für Luxus. Packe nur folgende Dinge in deinen Rucksack. 2 T-Shirts, 3 Paar Unterwäsche, 2 Shorts, 1 Trainingsanzug, 1 Badehose, 1 Cap, 2 Paar Sportschuhe, 1 Zahnbürste mit Zahnpasta. Alter, 3 Unterhosen, ne? YOLO! Du hast Geschmack. Keine Angst, du schlägst dich nicht alleine durch. Deinen Partner lernst du gleich kennen. Es ist schon ein bisschen übertrieben hier, muss ich sagen. Aber wisst ihr was? Also es gibt diese Staffel, dieses Format, das ist wohl super bekannt in Frankreich. Da haben die schon mehrere Staffeln abgedreht. Und ich glaube auch sonst in ein paar Ländern. Aber ich habe mich nicht informiert. Deswegen gar keine Ahnung. Würde ich aber da mitmachen, ich hätte auf jeden Fall mindestens eine Staffel mal gesehen, um mir mal anzugucken, wie der Bums funktioniert. Ich frage mich, ob die ihren Research gemacht haben, ehrlich gesagt. Scheiße, es ist echt survivalmäßig unterwegs. Kurze Hose. Ich bekomme jetzt wirklich nur einen Rucksack mit. Da muss ich halt lachen, ne? Weil habt ihr den Kofferinhalt gesehen? Da ist auch fast nichts drin. Der hätte eigentlich den Koffer genauso 1:1 da reinschmeißen können. Und tut so. Also, das ist wirklich hart.
verarscht doch wen anders so. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird Yasins Teampartner? Eine Frau hoffentlich, oder? Vielleicht lernt man ja auch die eine oder andere schöne Dame hier kennen, so nebenbei. Bitte, 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 bitte. Wie wird meine zukünftige Ex-Freundin aussehen? Guck mal, ganz ehrlich, Alter. Bah! Oh, das hat die für ein geiles Outfit an. Danke Gott, du meinst es gut mit mir. Du meinst es gut mit mir, lieber Gott. Alter. Ich bin Melissa, bin 26 Jahre alt. Kleine, blonde Frau mit den großen Brüsten. Ich wollte gerade sagen, woher kennt man sie? Ah ja, das ist doch die kleine, blonde Frau mit den großen Brüsten. Zu 100%. Man kennt mich vielleicht von Are You The One oder von Temptation Island. Ich sag mal so, ne, Temptation Island, das war die Verführerin von Adrian mitunter. Jetzt ist sie mit Hachimabo zusammen. Auch nicht schlecht. Gutes Paar auf jeden Fall. Digga, Liebe, Liebe. Bruder, Liebe, Mann. Survival-Erfahrung habe ich tatsächlich so richtige noch nicht. Du, wird auch völlig überbewertet in so einer Show, dass man da irgendwelche Survival-Skills hat. Hallo. Hola. Hola. Hallo. Hier vor dir steht dein Teampartner. Als kurzer Hilfe? Ja, natürlich, natürlich. Der hätte sich anders vorstellen müssen. Hier vor dir steht dein zukünftiger Ex-Freund. Und ich will auch echt nicht in deine Haut stecken. Euler, wie schaust du denn aus? Ich find's irgendwie schon unangenehm, wie der sagt, Euler, wie schaust du denn aus? Hi. Wir sind ein Team. Was geht denn jetzt? Ja. Weiß nicht. Mein erster Gedanke war, geil, ich freue mich. Geil, dieser Yasin. Den finde ich super. Danke, dass du mir hilfst. Das war die Frage. Auf jeden Fall, geiles Outfit für den Einzug, würde ich sagen. Dankeschön. Leichter Vorbau. Runder Popo. Schaut schon sehr gut aus, ne? Sag mal, warst du mal beim Optiker? Was für leichter Vorbau, mein Freund? Was ist denn das? Das Team hübsch sind wir schon mal. Ja. Und vor allem gewinnt wir auch. Und ehrgeizig? Auch. Also das Gewinnerteam. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, sondern halt nur aus so den Formaten, wo er bisher war. Deswegen da, der Eindruck ist wirklich exzellent. Scheint mir ein guter Typ zu sein. Da muss ich selber lachen. Ich bitte euch. Vom Typ her passen wir total gut zusammen, weil wir beide sehr offen, locker sind, wollen Spaß haben. Von daher habe ich mich sehr gefreut. Habe ich mich sehr gefreut, du. Da habe ich mich sehr gefreut. Mit dem will ich auch mal das Zelt erkunden. Haben die überhaupt eins? Team Gewinner. Team 100% Gewinner. Bist du sportlich? Ja, also auf jeden Fall was für einen sportlichen Körper. Dankeschön. Der glotzt auf ihren Arsch und sagt das. Also ich finde das so unpassend. Also ich würde mich nicht wohlfühlen, bin ich ehrlich. Ich kann auch alles für dich tun, immer so abends massieren, damit du fit bist am nächsten Tag. Oh, süß. Alles. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch so weit kommen wird, aber ich glaube schon, dass er viel dafür tun wird, dass es mir gut geht. Und andersrum würde ich natürlich auch für ihn viel tun. Ich würde sagen, es ist ein absolutes Perfect Match. Wir haben bestimmt eine Hütte zusammen und... Schöne Füße hast du. Dankeschön. Stehst du auf Füße? Ja, extrem. Ah, echt? Ja. Also die kannst du jeden Abend massieren, denn sehr schön. Geil, safe. Dieses geil safe. Nee, wie der da lüstern steht, wie so ein kleiner Lustmolch. Ich krieg da Abtörner hoch 1000 mittlerweile. Also wenn man sich ein Bett hier zusammenteilt, wäre natürlich auch interessant. Ich kann auch nicht sagen, ich habe am Strand von Thailand Sex gehabt. Wer weiß, vielleicht ändern wir es ja. Ich will ja mal gucken, ob das eine Straftat dort ist. Aber sonst mach dein Ding. Gott hat mir gesagt, du hast dein Segen. Soll ich dir die Unterwäsche raussuchen? Du darfst abnehmen? 3 Stück. Das macht der wirklich, ne? Erstmal dieser schlechte Witz. War ja nur ein Witz. Und dann, nächste Szene, seine Grabbelfinger da in ihrem Koffer. Ohne Skrupel. Den brauchen wir. Okay. Der sucht doch jetzt nur die ganz sexy-mäßigen aus. Such dir mal welche aus mit ein bisschen Stoff. Also mal ganz im Ernst, ich würde da jetzt nach Bequemlichkeit gehen, nicht nach, was gefällt dem Yassi nachts. Das geht gar nicht. Good luck, guys. Thank you. Das war's. Krass. Das ist das Camp. Das ist das Camp, Leute. So sieht's aus. Keine Strandvilla, keine Cocktailbar, kein Wellnessbereich und kein Catering. Die Teams müssen sich selbst versorgen. Was sie bekommen, ist Wasser und ein Dach überm Kopf. Du. Das ist doch wirklich schon genug. Ey, ich find's so krass. Aber bitte, und alles liegt irgendwo rum. Das war's einfach. Heftig. Oh. Da will jemand raus und ich krieg's nicht mal mit. Warte, Sonny, ich komme. Ja, mal gucken, wie es drin aussieht. So, hier, Team Gewinner, Orange. Unser neues Zuhause. Die Champs sind da. Und eine Fahne. Braucht er eigentlich eine Fahne oder hat er sich eigentlich schon eine mitgebracht? Versteht er den? Ist da Wasser? Ich weiß nicht. Oder? Geil, ja. Sehr gut. Was? Oh mein Gott, ist das krass. Hier ist einfach nix, Yasin.
What the fuck? Also, keine Ahnung. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Guck mal, da haben die im Dschungel jetzt noch besser. Die haben da ja wenigstens ein Bett und einen Schlafsack. Hier haben die nicht mal, also die haben ja keine Decke, keine Matratze, kein Klappbett, nichts. Es ist ja echt so survival-mäßig. Ja. Surprise, surprise, motherfuckers! Aber wir haben einen Job. Ist schon mal gut. Und ein Messer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Der nächste, der hier einzieht. Das kriege ich doch hier niemals durch den Scheiß. Mein Name ist Kevin. Mit mir zieht eine spitze Zunge, ein Herzensmensch ein, Schlagfertigkeit, Fitness und Hirn. Der hat wirklich alles, alles, was das Herz begehrt. Kevin wird ungemütlich, wenn man mit einer Straßensprache ankommt. Das kann ich ja gar nicht haben. Digga, Alter. Ist das so, Kevin? Ist das so? Ich bin eher eine Ho, anstatt ein Bro, würde ich sagen. Ja, das ist eine Ansage. Vielleicht wäre es ja was mit dir und Yasin. Das würde mich mal freuen, ganz ehrlich. Bisschen frischen Wind in die Bude. Weil das ist ja so berechenbar, dass der sich die Blonde klar machen will, oder? Hat er ja auch schon gesagt. Wie war ich bis jetzt? Dir wieder gefallen, mein Schatz? Also ich bin überhaupt nicht der Wilderness-Typ, der rausgeht so in die Wildnis, in den Wald. Super, auch hier. Perfekte Besetzung für den Bums. Hi. Hi, welcome. Ja. May I have your arms, please? Do you have a cup of water for me, maybe? Not yet. Not yet. Dieser Mann, ne? Not yet. I want to see you dying slowly. Can I have your arms? Willst du jetzt den Puls messen, oder was? Be careful, please. Ja, so ein Assi, Alter. Sie versucht, das so dran zu machen und er geht noch ein Stück zurück. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen am Lost Beach. Ab jetzt beginnt dein Abenteuer. Du verlässt die Zivilisation. Hier ist kein Platz für Luxus. Ich benutze sehr viele Luxusartikel für mein Gesicht. Ich esse gerne teuer, ich diniere gerne teuer und ich gehe ganz gerne shoppen. Also alles, was mit teuer zu tun hat, bin ich auf jeden Fall am Start. Das ist so, wie ich es kenne und das ist so, was ich mache und so, wie ich es mag. Du, Kevin, da will ich dir mal eins sagen. Ne? Mit den Luxusartikeln fürs Gesicht, das ist völliger Quatsch. Brauchst du nicht. Da gibt es Sachen, die sind preiswert ohne Ende. Mit viel besseren Ingredients drin. Kriegst du viel mehr für dein Geld. Ich wollte es dir nur mal sagen. Packe nur folgende Dinge in deinen Rucksack. Ich habe gar keinen dabei, nehme ich einfach alles mit. Ich dachte mir so, wie soll ich denn hier nur überleben? 3 Unterhosen, 2 Paar Socken, 2 Shorts oder Röcke in deiner Teamfarbe. Habe ich nicht dabei in der Farbe. Ich trage doch kein Blau, ey. Ganz ehrlich, wie sehe ich denn aus? Aber nee, gar keine Lust schon auf so einen Quatsch. Dann ist da noch so ein billiger Rucksack. Was ist das denn? You can help me, maybe? No. Why? Too hot, huh? In dem Outfit wäre mir auch zu heiß, Schätzchen. Die Arme, Alter, die denkt sich auch nur. Noch ein Fehler, wird er entführt. Das war anstrengend auf Dauer. Guck mal, wie viel noch. Ich sag mal so, das wird Kevins Teampartnerin. Was ist das? Sieht aus wie ein Knochen. Ah nee, das ist ja vom Ding. Warum liegen hier überall kaputte Pflanzen? Warum liegen hier überall kaputte Pflanzen? Ich muss sagen, ein Gedanke, der schießt mir doch sofort in den Kopf. Warum liegen hier überall Blätter? Warum haben die so viele Blätter? Ist der Postbote oder was? Ah! Was ist das? Das sieht aus wie in diesem Fantasy-Film. Diese Elfen, kleinen Dinger, die da mit dir reden. Also, okay. Schon süß, aber wenn die aggro sind, habe ich keinen Bock drauf. Ich finde die so geil, wie die redet. Ich sehe doch nicht richtig. Eine Ananas. Wie geil ist das denn? Wieso, hä? Ich dachte, Ananas, die wächst im Meer. Hallo? Wie kann denn SpongeBob in der Ananas leben, wenn die im Dschungel wächst? Das ist so eine, ist das eine echte Ananas. Geil. Hallo. Hilfe. Ich kann nicht mehr. Ja, frag mich mal. Oh, hast du es auch geschleppt alleine? Bis dahin? Ja, natürlich. Oh, komm her. Ich will ja mal nicht so sein. Nimm mal dein komisches Beauty-Case da oben, ich nehme deinen Koffer. Oh, hi. Hi, Kevin. Michaela. Freut mich, Michaela, aber nicht Schäfer, ne? Nee. Ja, du siehst ja toll aus, sag mal. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ja, richtig schick. Das ist schon mal süß, die zwei, oder? Also wie sie sich da begrüßen und alles tippitoppi, dass Kevin jetzt noch den fetten, schweren Koffer nimmt, finde ich auch toll. Könnt auch sagen, ist mir doch scheißegal. Also ich glaube, die erste Dynamik, die man da spürt, ist super. Michaela, 26 Jahre jung. Mich kennt man von Yes We Camp. Ich kenne das gar nicht, Yes We Camp. Yes We Camp, also Camp von Campen, das klingt voll geil. Also ist sie eine Camperin, oder was? Habe ich jetzt als nächstes gedacht.
Und ich finde es geil, dass man hier auch mal ein bisschen neuen Wind reinkriegt, weil ich mag es ja gerne, neue Leute kennenzulernen, die auch ein bisschen Pfiff haben, die geboren wurden fürs Fernseher. Habe ich bei denen ein gutes Gefühl, bin ich ehrlich. Ich bin, wie ich bin. Ich rede gerne, sag ich mal so. Ich bin gern witzig. Machen wir auch gerne ein bisschen Witze, die drüber sind. Lieb ich halt auch, ne? Ist halt heutzutage nicht mehr on vogue. Witze zu machen, die ein bisschen drüber sind? Nein, Spaß. Also ich glaube, also ich bin der Meinung, kommentiert auf jeden Fall Grenzen. Und wenn du die einhältst, dann ist schon geil. Dann kannst du auch mal ein bisschen drüber. Aber es kommt immer ganz auf die Thematik an. Ich kann eigentlich sehr gut logisch denken. Ich glaube, am Anfang wird es schwer sein für mich. Also so bei manchen Sachen, ich habe so ein bisschen Schiss vor Insekten. So, ich ekel mich. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, dass wenn man etwas erreichen will, muss man erstmal über seine Ängsten hinaus. Finde ich geil. Und das stimmt absolut. Und deswegen auch haben wir dies hier machen. Ich glaube, deswegen haben sie auch extra Leute ausgesucht, die halt keine Survival-Erfahrung haben, weil das macht es natürlich alles noch ein bisschen spannender und die Challenge auch ein bisschen krasser. Man muss halt versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, um das Mögliche zu erreichen. Ja. Zwei Shots, Dingens, Unterhosen. Vielleicht haben die ja eine Waschmaschine da. Drei Paar Unterwäsche. Ich habe für jeden Tag eins oder zwei genommen. Vielleicht haben die ja eine Waschmaschine da. Nee, ja. Ich will mich verarschen. Klamotten finde ich relativ schlimmer als hier so ein Augenbrauenstift oder ein Lippenstift oder ein Concealer, weil die Wetterbedingungen sich hier auch teilweise ändern. Total. Und ich denke mir auch so, was ist, wenn deine einen Klamotten alle komplett nass sind? Du brauchst ja mindestens nochmal ein komplettes Set, das du tauschen kannst. Aber man hat ja alles doppelt, oder? Außer der Trainingsanzug. Ich glaube, der war einmalig. Wozu brauchst du denn hier so Kissen drin? Du hast doch genug da oben rum. Ja, das polstert so schön. Ach so. Das denken auch nur Männer, ne? Dass man da Kissen drin braucht, damit die Hupen noch größer aussehen. Nee, da gibt's noch eine andere Funktion. Aber ich lasse euch da mal im Dunkeln. Hier kriegst du die rosarote Brille mit einem Schlag abgezogen. Weil ich mag ja Frauen unwahrscheinlich gerne. Ich komme mit Frauen auch besser zurecht als mit Männern, außer im Bett natürlich. Die Aussage könnte von mir sein. Spaß, wenn ihr wüsstet, wie gut ich mit Männern klarkomme. Nee, ist doch so. Fragt doch mal meine männlichen Freunde. Die sagen euch, ich bin ein toller Zeitgenosse. Ihr denkt, es ist Ironie, nicht? Ich meine voll ernst. Guys, hurry up! Lang, also wann will ich hier lang anziehen? Wir haben die einen Knall. Ich krieg hier schon. Was ihr halt nicht seht, ne? Die sind in Thailand und es ist super, super heiß. Aber irgendwie, ich glaube, ich würde trotzdem was Langes mitnehmen, weil es ist ja auch Schutz vor der Sonne, vor den Moskitos, andere Tiere. Ich glaube, ich hätte so einen Survival-Look im Sinne von alles Leinen. Alles sehr weit und groß, dass die Luft durchkommt, ich aber geschützt bin weiterhin. Einen tollen Safari-Hut sehe ich da. Nächste Staffel bin ich dabei. One second, please. Can you remove the Dingens? Uhrzeit zurück. Die müssen nämlich auf Zeit packen, aber was die schon wieder redet, ne? Ist 1A. This way, please. Ja, du kannst vielleicht mal meinen Koffer in der Zeit sauber machen. Der ist richtig schmutzig geworden. Ja, guck mal, unfassbar, wie ey, ganz ehrlich. Good luck, guys. Ja, du mich auch, ey. Good luck, guys. Kevin wieder von seiner charmantesten Seite. Ich glaube, bei dem liegen die Nerven schon blank. Wer winkt denn da so blöd? Keine Ahnung, das ist Hammer. Warte. Oh, das kann ja heiter werden mit dir, du. Vielleicht kommt der Mike ja auch noch dazu. Wer weiß. Wir sind ja lauter Schnee. Können wir uns bitte hier begrüßen? Was ist da? Haben wir denn da? Hello, sexy. Hallo, Lady. Was ist los mit dir? Also besonders lecker im Anblick ist natürlich Yasin. Ich stehe auf sehr große Männer, südländisch. Der ist auch so verrucht, so ein kleiner Bad Boy. Ein kleiner Bad Boy, das ist Bad Boy durch und durch, Alter. Da ist nichts mehr mit klein. Samba, de Janeiro! Ist das von uns? Ja, schau mal rein. Du wirst nicht klarkommen. Michaela finde ich sehr sympathisch. Sie hat auf den ersten Eindruck ein bisschen so verpeilt gewirkt. Haben wir es extra jetzt so umgeschmissen, wir Asoziale? Ja klar, haben wir es extra so umgeschmissen. Das ist eine Kulisse. Schau mal bitte rein. Das hier? Das ist euer... Ja, dieses Gekreische auf Dauer kann es natürlich auch ganz schön anstrengend werden. Ja, Frauen, die kreischen, bäh, die rote Fahne, die sollen alle ihre Schnauze halten und mit ihren Emotionen klarkommen.
Weil Männer schreien ja nie, ne? Schauen wir mal, wie viele Männer hier schreien, wie viele Frauen hier schreien. Hier stinkt's! Hier stinkt's nach Hund, Ratten, Kühe, alles drum und dran. Geht's denen noch gut, den Leuten? Die haben einfach die ganze Bude so einfach so getreten, alles auf Boden, der Schrank lag auf dem Boden. Was ist das? Voll dahingeschmissen, als ob wir Penners wären. Oh Gott, ich bin einfach nur schockiert. Ich liebe einfach alles daran. Den kannst du nicht, also ich muss hier erstmal raus. Ist ja ekelhaft. Hier gibt's kein richtiges Bett, was ist das denn? Wie soll ich denn hier übernachten, bitte? Auf dem Boden, ich glaube, das ist auch sehr gut für den Rücken. Habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen, wenn man wirklich nur auf so einer Isomatte oder so pennt, mit einem minimal kleinen Kissen, wenn man eins denn braucht. Das ist brutal provokant. Auf dem Rücken, so. Das soll so gut für den Rücken sein, ne? Und wenn man ständig Rückenschmerzen hat, dann kann das wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wow. Ob ich es ausprobiert habe? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, was denn? Erschreck mich doch nicht. Ach, guck mal, die haben hier Fenster. Ich dachte, das ist wirklich total dunkel, aber die können auch ein bisschen... Also Fenster, ne? Ohne Glas halt, ohne alles. Das war keine gute, das war so ein riesen... Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Das Insektenspray, das sprühe ich jetzt hier dran. Ja, du bist mega. Hä, aber wieso hat der ein Insektenspray? Das stand nicht auf der Liste. Um satt zu werden, müssen die Adventurer von dem leben, was die Natur ihnen bietet. Die ist Hammer, ne? Die direkt so auf Kurs. Ich besorge mir jetzt erstmal eine Kokosnuss. Konkret Kokosnüsse. Da ganz oben. Ach, Nana, was macht die denn da? Wozu? Ach, zum Fegen oder was? Nee, die probieren die Kokosnüsse runterzuholen. Wofür denn? Ja, weil wir die essen müssen. Ich dachte, wir haben hier ein Catering oder so. Guck mal hier. Oh, ist das ekelhaft hier, ey. Ekelhaft, ey, widerlich einfach nur. Aber das Schlimme ist halt, ne, also wenn du wirklich Angst hast vor Insekten und so einem Kram und du bist da an einem Ort mit richtig hoher Luftfeuchtigkeit, im Dschungel, würde ich ja jetzt mal so sagen, da sind natürlich viele Viecher unterwegs und die kleben auch ganz gut an deiner schwitzigen Haut oder setzen sich da auch mal ganz gerne hin, weil es schmeckt ja gut. Also, ich glaube, angenehm ist das für die da wirklich nicht. Also, wenn du da so ein bisschen Paras hast, ne? Ein Tutorial, wie man das macht. Gib mal her das Ding jetzt. Ich mach das. Kevin, 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 Kevin. Ja, pass auf. Ich finde das so süß von Kevin. Also, ich finde, man merkt, es klingt jetzt so Klischee, ne? Aber diese Männerrolle nimmt der halt voll schnell ein. So, komm, ich trage dir deinen schweren Koffer. Komm, ich helfe dir damit mit der Kokosnuss. Ich finde das total süß. Total süß. Also, einfach eine gute Eigenschaft, ein Mann zu sein. Nein, das will ich natürlich nicht damit sagen. Er könnte sich natürlich auch ganz anders verhalten. Aber für mich ist das irgendwie ein Pluspunkt. Ich finde das schön, dass man da so den Leuten einfach hilft. Sehr kräftezerrend, sehr anmaßend. Von daher bin ich froh, wenn es vorbei ist. Bin ich ganz ehrlich. Was denn vorbei? Die ganze Show, das dauert noch. Da musst du jetzt gleich einen Strohhalm ran, da kann man doch draus trinken. In diesem Zeit, was ist, wenn ich mir den Arm abschneide? Sind wir gut versichert? Hast du ein Problem? Pass auf. Die anderen zwei haben wohl den Vertrag gelesen. Pass auf, Yasin, da steht nichts dazu drin, denn ab ist ab. Ja, pass auf. Jawohl! Sie spritzt. Sie spritzt. Dieses Kokoswasser stinkt auch. Das riecht wie abgestandenes Sperma. Ey, das sagen so viele Leute, dass Kokoswasser auch schmeckt wie Sperma, ne? Ich finde das überhaupt nicht. Also frage ich mich echt, was für ein Sperma esst ihr so in eurer Freizeit? So, Leute. Kann man das überhaupt trinken? Ja, ja. Sollen wir probieren? Ich finde das total strange, dass Kevin, der hat doch schon mal eine Kokosnuss getrunken. Also der war doch schon mal in Thailand mit den Charming Boys, als ob es da nicht mal eine Kokosnuss gab. Zwischendrin. Wir sind doch hier nicht bei den Oscars, ich bitte dich. Jawohl! Jawohl! Schmeckt das? Boah. Mm. Und wie schmeckt das? Eklig, ne? Schmeckt gut. Also es geht voll. Und sie so, ich liebe Sperma. Spaß! Das ist ekelhaft, ey. Deibel. Und das sollen wir jetzt jeden Tag pflücken und essen, oder was? Also ich dachte, ich lasse mich auf ein schönes Abenteuer ein, aber das hier ist ja eine Zumutung. Das ist die Fahrt zur Hölle. Ja. Und wir sitzen hier im Warmen und glotzen uns das rein. Ich finde es toll. Ich finde es toll. Ich kann schon. Glänzig? Geil. Die nächsten zwei Grazien, Aurelia und Michelle. Wir sind Aurelia. Und Michelle. Also wir beide sind schon sehr lange befreundet. Ja. Seit 2-3 Jahren. Genau. 3 Jahre circa. Warte mal kurz, das ist ja krass, dass da zwei Freunde mitmachen. Die sind doch dann bestimmt auch voller starke Team. 26 Jahre alt und man kennt mich von Love Island und Aldo an Reality Stars in Love. Ich bin 25 Jahre alt und man kennt mich aus diversen Reality-Shows, wie zum Beispiel Temptation Island VIP, Ex on the Beach, Prominent getrennt und so weiter. Ich finde diesen Moment
finde es so cringe, ne? Weil die sind ja Freunde im Real Life und jetzt sitzen die da. Also man kennt mich, ne? Prominent getrennt, wie eigentlich. Ich würde einfach nur so denken. Home up. Nein, natürlich würde ich mir das nicht denken, aber es ist irgendwie strange. Irgendwo ist es schon strange. Ich war gefühlt immer nur entweder in einer Beziehung oder in einer Ex-Beziehung. Wie kann man in einer Ex-Beziehung sein, Michelle? Erklär mir das. Und die ist in irgendwelchen Shows gegen und da habe ich so die Schnauze voll von. Deswegen will ich jetzt mal mich zeigen. Und erst recht in einer Form, wo man eben nicht datet, sondern einfach sich selber präsentieren kann, was man drauf hat. Genau. Und hier wird man das bestimmt gut beweisen können. Ja. Aurelia, warum bist du dabei? Ich bin halt sehr spirituell und deswegen freue ich mich total auf die Natur. Geil. Wieso, das ist einfach, das ist Urlaub für mich hier. Mir ist eigentlich alles egal, Hauptsache mein Teampartner passt. Ich sag dir so, wie es ist, ich schwitze anstelle, ich meine es voll ernst. Aber guck mal, Michelle, die ist komplett, das ist komplett nass. Da wird es so heiß sein, ich glaube unvorstellbar für uns gerade. Wo ich niemals gedacht hätte, dass ich schwitzen kann. Ich bin so gespannt, wer mein Partner ist. Ich auch. Bitte, lieber Gott, lass einen starken Mann sein. Boah. Bitte kein dummer Typ, bitte nicht. Und der rumflirtet, ich hab keinen Bock. Sehr auf Energien bezogen, sehr auf das menschliche Universum. Also natürlich, die Natur erdet uns. Wir ziehen am meisten Kraft eigentlich durch die Natur. Mein Teampartner sollte am besten super stark sein. Boah. Weil ich bringe das Köpfchen mit, aber ich habe keine Kraft. Ich muss schon lachen, weil ihr seht ja, wer sich da seinen Weg bahnt. Hallo! Und jetzt Kokos hast du mitgebracht. Ich glaube, dass sie das für uns mitgebracht haben, oder? Ich glaube, es hat keinen Bock, dass manche Männer das hier mit einer Dating-Show verwechseln und dann irgendwie flirten anfangen und auf Angriff gehen und touchy werden. Ich finde auch Aurelias Fresse dazu einfach legendär. Aber die können doch direkt auch eine Grenze setzen. Die können doch sagen, ey Leute, komm, ich weiß, ihr seht gut aus und ich auch. Aber flirten, da habe ich keinen Bock drauf. Lass uns wirklich aufs Spiel konzentrieren und Freunde werden, aber keine mit einem Plus. Everything is possible. Meine Fresse, Junge. Freut ihr euch nicht, oder was? Ja, geht so. Guckt uns mal an, wir sind komplett durchgeschwitzt. Ein wer ihr seid. Ja, ich bin Micha, bin 25. Ich liebe das, dass er dabei ist, weil ich sag mal so, danke, 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 so. Hat's geklickt? Ja, ich bin der Dominik, bin 26. Alter, mit Dominik finde ich ja schwierig, ne? Weiß ich nicht. Gut ist er nicht weggekommen bei Ex on the Beach, aber vielleicht kann er auch sich jetzt hier mal zeigen, wie er wirklich ist. Und vielleicht ist er ja ein guter. Keine Ahnung. Jedes Mal, jedes Format eine neue Chance. Ja, danke, dass du meine Ex durchgebankt hast. Sehr nett von dir. Voll korrekt. Danke, Bro. Ich bin eitel so. Eigentlich so jede Woche Friseur und so. Wir könnten Brüder sein. Bei mir auch eitel. Jede Woche Friseur muss sein. Also, dass man jede Woche einmal zum Friseur geht als Mann, ne? Wie findet ihr das? Ich finde das halt völlig übertrieben, ne? Völlig übertrieben. Aber auch ehrlich, sehr zielstrebig, ein Gewinnertyp. Ich hasse zu verlieren. Wir beide sind noch nicht dumm. Also wir haben auch, glaube ich, Köpfchen. Deine mehr und deine weniger. Also so würde ich jetzt mal behaupten. Also ich sag mal so, Micha ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er die hellste Kerze im Leuchter ist. Aber das kann sich hier ja alles auch noch ändern. Extremsituationen erfordern extreme Maßnahmen und auch extremes Denken. Vielleicht funktioniert es hier ja einfach alles ein bisschen besser. Hi. Hi, Michelle. Wie geht's? Hi. Alles gut? Ja. Sie, den anderen Kuss, den nehme ich nicht, weil Abstand kreiere ich hier jetzt schon mal. Ja. Bei dir? Boah, ihr seid wirklich am Ist alles gut, wie es gut geht. Guck mir ihn an. Ey, ihr seid wirklich am Schützen. Hi, wie geht's? Hi. Micha, alles gut? Ja, hi, ja, weil ey, ich schön, dass ihr da seid. Boah, ja, ich sag. Oh mein Gott, ich bin gar nicht, wie es mich aussieht. Ich sag mal so, Aurelia, du siehst auf dem Tittenturbo geil aus. Die ist eine hammerhübsche Frau, oder? Ich finde, da ist jetzt kein Unterschied. Also auch schwitzen, toll. Toll, toll, toll. Wir haben ein Gastgeschenk dabei. Wir wollten, ja, wir wollten auch welche holen. Ja, wir haben uns angestrengt. Ey, krass. Wir haben das, nur sein ist cool bei mir, bei meiner Industrie. Aber ich finde es so geil, ne? Weil Micha hatte eigentlich nur die Idee und Dominik hat einfach dann irgendeine vergammelte auf den Boden genommen und so. Ich habe auch ein Geschenk. Das war unsere Idee. Genau. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Die ist ein bisschen gammelig aus. Oh, danke schön. Kannst du die auch machen? Ich mach die gleich für dich auch. Okay, cool. Wir wollten nicht mit leeren Händen kommen. Wir haben halt keinen Werkzeug dabei. Aber wie süß. Ich finde das so süß für Micha, dass er diese Intention hatte, deine Kokosnuss mitzubringen für seinen Teampartner. Der weiß ja auch nicht, mit wem er da in ein Team kommt. Also scheiß drauf, Digga, mit Ehre. Micha, auf den ersten Eindruck total sympathisch. Hätte ich auch nicht gedacht vorher. Sie so, ich weiß, ihr sitzt da alle und sagt, das ist ein Fuckboy, aber der ist wirklich sehr sympathisch. Also ich bin echt positiv überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, vielleicht kommt da einer so blöd von der Seite, dann will er irgendwie, keine Ahnung, mit Sendezeit, irgendwie sowas. Aber gar nicht. Geil. Okay. Also vielleicht doch noch die große Liebe da bei irgendwem.
Holt uns eure Farben. Can I have your arms, please? Ich bin gelb, oder was? Okay. Micha ist gelb, das heißt, er ist mit Aurelia in einem Team. Geil, Aurelia, freue ich mich so, auch weil es auch einfach so meine Typfrau ist. Micha, das Ganze dir abschminken, obwohl, jetzt war es ja nett. Hast eine Kokosnuss mitgebracht, vielleicht gibt es da doch ein paar Chancen. Aber eigentlich haben die Frauen hier gar keinen Bock auf irgendeine Flirterei. Ey, Olli, ich hab extra krass die gelbe Sache da. Ey, diese MCM-Rucksäcke, ne, das ist auch nur die coolen Kids haben, den kann das sein. Ich hab nur scheißgelbe Sachen dabei. Ehrlich? Ja. Ich hab Pikachu-Cap. Also Micha kannte ich jetzt nicht persönlich vorher, aber halt durch Shows habe ich ihn ein paar Mal gesehen, aber jetzt nichts. Also ich habe jetzt nie was Negatives oder auch Positives gehört, einfach so neutral. Okay. Einfach danke, 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 so. Ich bin mit Dominik in einem Team und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil ich ihn total lieb finde und der auch sehr harmonisch mit mir ist. Also ich glaube, wir werden wohl kaum streiten. Bin ich total gespannt. Aber gut, Micha mit Aurelia und Michelle mit Dominik. Da hat er jetzt aber die Kokosnuss an die Falsche verschenkt, ne? Hätte eigentlich für Aurelia sein sollen. Merkt ihr eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Boah. So, okay. Dankeschön. Bye. Bye, thank you. Bye. Was geht? Jazid! Ah ne, die sind ja Best Buddies. Was verbindet sie, Paulina, dass sie über die lästern können? Gekränkt am Männerstolz ist bekanntlich sehr unangenehm. Oh Junge! Schon wieder. Aber eigentlich darfst du gar nicht lachen, weil es nicht asozial ist hier. Was geht? Dominik kenne ich schon von vor der Zeit hier und wir haben echt ein gutes Verhältnis, da bin ich ja ganz froh. Die Jungs im Camp sind ja wirklich köstlich. Also da hat man dann auch schon wieder ein bisschen Mut, dann doch ein bisschen länger hier zu bleiben. Sehr gut, sehr gut. Ja, auf eine Gay Romance hätte ich absolut Bock. Wie gesagt. Schlag's Märchenbuch zu. Aber es liegt was ist das, Mann? Das ist ein Skelett. Das ist ein Totenkopf. Oh, nein! Wie konnte das nicht sehen? Wow. Gut, also das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen aufgesetzt. Oder als ob da jetzt ein echter Totenkopf liegt. Das ist doch Requisite. Das haben sie da versteckt. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Heilige nee, Scheiße. Ehrlich? Ey. Ah, das ist nett. Damit gehen wir Fische fangen. Machen wir das? Und ey, wir fangen ja damit Fische und können das dann als Mückennetz benutzen. Das Netz ist so grob gespannt. Also erst die Fische, dann die Mücke. Ich hoffe, eins von beiden wird funktionieren. Klar, wir konnten es uns schon ein bisschen vorstellen, wie das sein wird, aber dass es so heftig wird, also ich kann mich ja dem nur anschließen, hätte ich auch niemals erwartet. Ich muss mir jetzt erstmal wieder Schuhe anziehen. Wasser ist da. Oh, Wasser, sehr wichtig. Bro, das ist nicht Ex on the Beach oder Aldo One oder Temptation Island. Das hier ist fucking Survival Mode. Überleben. Aber Überleben ist angesagt. Nicht überlegen, wie wir überlebt haben mit Drinks, ne? Ey, und wir Alkohol sind nur Luxus gewöhnt, ne? Nur Luxus. Was labern die? Nicht überlegen mit Drinks und Alkohol und so. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Das ist Härte vom Härte. Ach, das schafft ihr. Die kleinen Luxusverwöhnten Gören. Kleinen Moment, bitte. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mach so lange schon mal weiter. Auf jeden Fall brauche ich erstmal ein Bier. Peace, Leute, was geht ab? Mein Name ist Juliano Fernandes, ich bin 24 Jahre jung und ich bin Musiker und Influencer. Woo! Nein, warte, ich bin kein Influencer. Gottes Willen, schneid es bloß nicht rein. Hey, du machst doch dein Para mit Instagram. Was bist denn dann? Also, das verstehe ich nicht. 24 Jahre jung und ich bin Musiker und Reality-Star. Und Asi, aber geil. Vasektomie. Kinder krieg ich nie. Ich würde mich schon als sehr selbstbewusst einstufen. Wieso musst du dir da die Weste wieder ausziehen? Ist es zu viel Werbung oder was? Muss ich die jetzt auch ausziehen? Leute, ich will kurz dazu was sagen. Ich habe sogar hier die Originale mit. Haltet euch fest. Giuliano Unterschrift. Ich habe immer gesagt, wir haben mit 30 Millionär. Absolut krass, ne? Ey, aber ich habe ja auch noch die andere selbstgebastelte, die ich damals im Musikvideo hatte, weil das kam nicht pünktlich an. Sag ich mal so, Giuliano, was war da los im Transport? Naja, eigentlich müsste ich die ja jetzt dauerhaft tragen, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich freue mich so, ey, ich bin wieder Giuliano. Ich bin ein Showmaker. Kann man so in alle Schubladen reinschmeißen. Stress, gute Laune, ja. Das reicht mir auch an Schubladen. Stress und gute Laune. Da gibt es wahrscheinlich noch 200 weitere, aber ich bin Reality-Star. Ein Full-Circle-Moment an sich als Person. Und da reichen auch zwei. Da bin ich ehrlich mit euch. Das war's, Stress und gute Laune. Ich bin bei dem Format Good Lucky Guys dabei, weil ich ein Good Lucky Guy bin. Der denkt halt echt, das heißt Good Lucky Guys, ne? Wo ich mir denke, wurdest du nicht richtig gebrieft von deinem Management? Also,
Good Lucky Guys, Good Lucky Guy ist ja was komplett anderes als Good Luck Guys. In meiner Jugendzeit war ich bei den Pfadfindern auch immer im Zeltlager so mit dabei. Also ich bin Naturbursche. Oh gut, der Erste hier, der mal was mit der Natur am Hut hat. Guter Schlaf ist immer sehr schwer in der Natur. Und wenn der nicht gut ist, dann sieht es ziemlich scheiße aus. Habe ich auch noch nie gehört, dass guter Schlaf sehr schwer ist in der Natur. Ist mir neu, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt schon gar keinen Bock drauf. Ich habe hier Bock, echt mal so an meine Grenzen zu kommen. Aber ich bin auch nicht hier drin, um Freunde zu finden. Ne? Klar, wenn man in einem Team ist, muss man auch immer schauen, dass man zusammen agieren kann und zusammenarbeiten kann. Aber ich hätte jetzt kein Problem damit, jemand hart rauszuwählen. Hallo? Mal schauen, was sie spricht. Ich kann auf jeden Fall Thailändisch. Nee, Japanisch kann ich. Was labert der? Redet der so eine Scheiße, weil da eine asiatische Frau steht oder was? Japanisch, Thailändisch, Alter, wie wär's mit Englisch? Na? Welcome. Welcome. Oh, Englisch scheint er nicht zu sprechen, weil wer mit von Welcome auf Welcome reagiert, der hat's, glaube ich, nicht begriffen. Ich wünsche mir einen Teampartner, der echt genauso ist wie ich vom Typ. Was ich auf jeden Fall gar nicht packen würde, wäre, wenn ich so eine hysterische Zicke bekommen würde, die so einen auf Besserwisser macht und so 24/7 die ganze Zeit Stress sucht und mir richtig krass auf die Eier geht. Und du? Ich wünsche mir einfach sowas von, dass er eine blöde Zicke kriegt, die 24/7 Stress macht und ihm auf die Eier geht. Oh nee. Darf man sich auch einen Mann aussuchen? Habt ihr gesehen? Wartet mal. Ich helfe mal kurz. Zoe wird seine Teampartnerin. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge, hör mal. Den würde ich draußen so eine klatschen, ey. Ach, ich sehe doch schon einen starken Mann, der hier auf mich zukommt. Ist doch super. Hat jemand Hilfe geschrien? Ja, ich. Giuliano, hilf mir mal bitte, ey. Ich kannte ihn halt nur so vom TV. Ich glaube, es hätte mich schlimmer erwischen können. Ich sag mal so, Zoe, schlimmer geht immer. Es geht. Es geht. Ist warm. Siehste, bitte nimm du den Großen. Er ist echt schwer. Danke, Giuliano. Du bist der Beste. Die kann sogar Danke sagen. Also ich glaube, die ist doch sehr sympathisch. Ach ja, ich glaube, hier kommt jetzt aber noch Nummer 10. Ja, ich bin die Zoe. Wäre auch nicht überrascht, wenn man vielleicht nicht immer das beste Bild von mir hat. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich glaube, viele hassen die, ne? Ich habe Germany's zum Beispiel nie geguckt. Ich weiß, die kommt von Germany's Next Topmodel. Aber ich habe sie gesehen bei Are You The One und auch da. Ja, da war sie. Speziell. Ich bin zickig, arrogant, von oben herab. Aber eigentlich bin ich nur bodenlos ehrlich. Und wer meine Meinung nicht hören will oder es nicht verträgt, der soll mich auch einfach nicht fragen. Na gut, das ist auch ein Statement. Prinzipiell sind so Hygienestandards für mich eigentlich das A und O. Campe auch nicht auf Festivals, auch da nehme ich mein Hotel. Das ist für mich Katastrophe. Ach du Scheiße. Aber Festival ist auch noch widerlicher. Da sind ja 5000 Leute, die auf selbe Dixie-Klo scheißen. Also... Obwohl, ist es wirklich so anders, frage ich mich. Doch, mit dem Bierschiss und so, das ist schon eine neue Liga von Ekligkeit. Wünsche ich so niemandem. Wer sich nicht bemüht und nicht sein Bestes gibt, wird ein riesen, riesen, riesen Problem mit mir haben. Eieieiei. Also da fahre ich aus der Haut. Volles Karacho. Der ist einfach ein respektloses Stück Scheiße. Da raste ich aus. Ohne Spaß, da raste ich aus. Aber das ist klar, wenn die dabei ist, dass es da Beef gibt, oder? Das ist vorprogrammiert, würde ich doch schon fast behaupten. Und dann auch noch in so einer heftigen Extremsituation. Prostmahlzeit. Was hast du bei deinen Schuhen gedacht? Ich habe über meinen Schuhen gedacht. Es ist mein fucking Job, hohe Schuhe zu tragen. Ich liebe diese Antwort. Ja, dann war ja dann doch noch Tante Zoe dabei, aus Heidis Schule frisch gekommen. Da bin ich ganz ehrlich, da dachte ich mir so, puh, was bin ich froh, dass ich die nicht abbekommen habe. Die ist ja dann schon mit ihren High Heels gekommen. Wozu hast du High Heels an? Weil ich eine geile Bitch bin. Ich finde das hammermäßig geil, den Kontra. Geil, kannst du euch weglassen. Ach, gut, der war auch nicht schlecht. Jetzt sind wir Gegner, ne? Wir waren damals schon kein perfekter Mensch. Wo ist denn Giuliano jetzt? Die waren nämlich zusammen bei Ayo Suman. Die Staffel haben wir gemacht, haben wir gemacht. Wart ihr dabei? Wenn ja, eins in die Kommentare. Lass doch mal gucken. Warte, wollen wir mal gucken? Ich brauche erst Wasser. Giuliano hat wohl keinen Bock, jetzt damit Zoe zu gucken. Aber wir gucken jetzt auch hier eine ganz neue Szenerie, denn es gab eine Flaschenpost am Strand. Und Yasin wird sie uns jetzt erstmal hier vortragen. Liebe Adventure-Duos, ihr seid sicher sehr hungrig nach der langen Reise. Ja. Das erste Pearl-Game ist dann vielleicht die Rettung. Denn ihr könnt nicht nur einen wertvollen Essensvorrat erlangen, sondern auch eine Menge Perle erspielen. Perlen sind hier die einzige Währung auf Lost Beach. Mit ihnen könnt ihr im Inselshop einkaufen oder euch andere Vorteile sichern. Habt ihr gehört, ne? Also, es gibt ein Spiel, da können sie Pearls sich safen, können um ihr Essen spielen und das steht wohl bald an. Vorher kommt hier aber ein Typ vorbei, der Navy Seal auf dem Rücken stehen, vielleicht ist er einer, und erklärt denen die Gefahren des Dschungels. Next one is Centipede. Centipede is coming out all the time at night time.
Nein. Especially, nein. Especially after running. They're moving very fast. If they bit you, you will feel super painful for 2 or 3 hours. Was? And feel burn. Der hätte auch die ganze Zeit sagen können, am besten geht gar nicht raus. Ey, diese Raupen, ich kenne die aus Bali, die sind super gruselig. Ich habe die natürlich noch nie angefasst, aber ich wusste auch nicht, dass die so krasse Schmerzen machen. Deswegen bin ich froh, dass ich hier das heute mal gelernt habe. Das ist alles gefährlich, 99,9%. Next one is giant scorpion. This one have poison and deadly. That? Yeah. It's super dangerous. Why do you don't take this? What? I try to take. If they do like this, run. Run, 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 run. Danger, danger, danger. Dead, dead, dead. Das hat auch noch mal in meinem Kopf. Sterben. Ich muss sagen, das Erste, was mir in meinen Kopf kam, als sie dead, dead, dead gesagt hat, war, kannst du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? If you walk past to the bush, maybe they bit you. And then? Deadly. Guck mal, aber da wäre es doch gut, wenn du einfach eine lange Hose hättest. Eine lange Hose, die dich da schützen könnte. Okay, next one is King Cobra. King Cobra. This one can spread the poison to your eyes. Also deadly. Also lebensgefährlich. Wisst ihr, wovon ich rede? Lebensgefährlich. Das jetzt nicht so, hätten die gesagt, ja, du kriegst voll den dicken Fleck, keine Ahnung, Juckreiz. Weißt du, sowas, wo man sagt, boah, fuckt ab, aber wenigstens lebe ich. Nein, der redet von Sterben, Leute. Ich finde das auch ganz schön krass, muss ich sagen. Also ich wäre da jetzt auch nicht so fröhlich, wenn der mir das vorträgt. Free snack, also no serum, and you have 3 minutes only. To live? To live. Then I is really dead, 99% dead. Ja. Hey, ohne Spaß, wir sind im Dschungel, was habt ihr erwartet? Ich dachte, die säubern hier ein bisschen vorher. Du kannst säubern, was du willst, das ist der Lebensraum der Tiere. Naja, da hat Zoe halt absolut recht, zu 100%. Aber ich find's auch okay, dass die eine erstmal richtig geschockt ist von diesen Zuständen hier. Liebe Adventure-Duos, willkommen zu eurer ersten großen Herausforderung. Ja, ihr wisst, was das heißt. Das erste Spiel beginnt. Wir hören jetzt erstmal hier, was sie so erzählt. Regeln alles pipapo. Ein abenteuerliches Rennen mit Hindernissen. Ihr braucht Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit. Vergisst nicht, nur im Team kann man am Lost Beach überleben. Hier die Spielregeln. Krabbelt so schnell wie möglich unter den gespannten Seilen hindurch, aber Achtung, es wird eng. Überquert den Fluss, überwindet das Hindernis, sammelt die Sandsäcke in euren Teamfarben und schleppt sie zum Strand. Vorher müsst ihr allerdings noch auf die Palme. Denn dort ganz weit oben hängen eure Flaggen. Wie ihr sie herunterbekommt, ist euch überlassen. Mit Flagge und Sandsack geht's zurück zum Strand und hisst eure Flagge. Je eher ihr ins Ziel kommt, desto größer ist euer Gewinn. Und es geht heute nicht nur um wertvollen Perlen, sondern auch um eure ersten Essenvorrat. Gebt alles, denn wer zu langsam ist, muss hungern. Good luck, guys. Alter. Habt ihr gesehen, wie dieses Spiel hier aufgebaut ist, verdammte Scheiße? Ich hätte da schon gesagt, nee. Nee, das mache ich nicht. Also, ich finde das krass. Ich habe noch nie so ein hartes Spiel gesehen. Weil man auch ja weiß, es ist total heiß. Bislang haben die noch nichts gegessen, ne? Die sind ja angekommen da, bislang gab es nichts. Außer ein bisschen Kokonut. Kokonut vor allen Dingen. Kokonut, Kokonut, Kokonut. Ey, 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 ich freue mich. Das hat sich dann schon echt heftig angehört. Ich habe voll Hunger. Krieg gar nicht gebacken bei dem Hunger, ganz oh ehrlich. Gott, du sollst da drunter krabbeln, auf dem ja. Sand. Ich krabbel doch nicht auf dem Sand. Doch, wir krabbeln auf dem Sand. Weißt du, das wehtut an den Knien. Ja, okay. Let's go. Weil schlussendlich, denke ich, werden die gewinnen, die wirklich als Team zusammen fungieren. So, wie läuft es denn zwischen uns im Team? Ich finde, es kann schlimmer laufen. Das waren tatsächlich die ersten positiven Worte aus ihrem Mund. Ah ja, schön, 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 schön. Die hat sich aber auch schon bei dir bedankt und sowas. Alles ist auch positive Worte. Hast du schon vergessen? Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich habe ja auch mit Micha noch gar nicht genau gewusst, wie wird es eigentlich. Hat der eher so ein Ego? Hauptsache ich oder ich gucke nicht nach dir, weil es gibt ja trotzdem Leute, die sind so auch in einem Team. Stimmt. Das ist wirklich interessant. Also die sind jetzt hier das erste Mal mit ihrem Teampartner in einer Challenge, das zeigt ja dann auch viel. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein ins Spiel. Man hat in der Challenge gesehen, Aurelia ist eine Kampfsau.
nicht so schlimm, ne? Die joggen einfach die ganze Zeit. Das ist Kondition ohne Ende, Leute. Nein! Das Spiel war ja albtraumhaft. Also wer denkt sich denn so einen Mist aus, bitte? Absolut. Nein. 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 Ich dachte auch, ich sehe nicht richtig, dass ich da in diesen Tümpel da reinspringen muss. War halt matschig, ne? Matschiger Fluss, war auch schwer da durch. Aber könnte man nicht einfach schwimmen? So, um diese Energie aus den Beinen zu sparen? Oh, dann irgendwann habe ich auch wieder an die Hand genommen und dann sind wir da zusammen einfach so. Ja, geil. War ein cooles Gefühl. Voll schön. Guck mal, der erste Team-Move. I love it. Wir müssen hier auf jeden Fall sehr viel durch Spiel entscheiden, weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich den größten Sympathiefaktor. Der redet auch nur negativ, ne? Zoe sitzt daneben und Sympathiefaktor haben wir nicht, weil die Alte, die nervt ja komplett. Das weiß ja jeder. Was ist mit dem? Richtig schwache Aktion. Kann mir irgendjemand bitte ein Medikament geben? Komm, schnell. Ich bin immer noch am Kotzen. Bitte. Wir müssen laufen. Komm, ich kann nicht. Okay, da scheint es nicht so gut zu gehen. Vergiss es. Warte, was ich mich frage, ne? Wo ist denn Yasins Teampartnerin überhaupt? Hier, Aurelia und Micha die ganze Zeit zusammen, eigentlich alle zusammen, aber wo ist Yasins Teampartnerin? Motto von Team Gelb, Augen zu und rein in den Sand. Scheiße, es macht es Sinn. Komm. Unten runter. Komm. Mega geil. Oh mein Gott, ich krieg's nicht hoch. Ich krieg's nicht hoch. Alter, das ist so schwer, dass die das nicht mal hochkriegt. Warte. Und Micha nimmt's jetzt auf seinen Rücken, alles klar. Sexy. Warte, der ist schwerer ein bisschen, glaube ich. Fühlt sich so an. Schaffst du's? Ja. Guck mal, aber auch süß, er gibt's eher auf den Rücken an. Da musste ich mich irgendwann mal umdrehen und dann habe ich gesehen, oh, Melissa ist am Struggle mit dem Ding. Oh, Melissa ist am Struggle mit dem Ring oder eher, ach scheiße, wo ist eigentlich meine Teampartnerin? Oh, Yasin, hilf mir mal. Ich war völlig fertig, allein schon nach dieser Hälfte. Es war wirklich schrecklich. Das hätte beide nicht gedacht. Ich habe kurzzeitig vergessen, dass ich Teampartner habe. Und das ist so, das ist so lustig, ne? Und da muss ich halt an Aurelia denken, die da sitzt und sagt, ich kann mich halt noch nicht einchecken, ob das einschätzen, ob der halt so ein Egoist ist, der nur an sich denkt, oder ob er fähig ist, im Team zu spielen. Und dann sehen wir hier Yasin, der anscheinend nicht teamfähig ist. Du bist für mich der größte Egoist überhaupt. Du bist genau der Yasin, den man im Fernsehen sieht. In dem Moment dachte ich mir, oh mein Gott, wie schwer ist dieser Sack? Ja, schwerer als gedacht. Ich glaube, der ganze Sack wiegt mindestens bei der Front 20 Kilo. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Die sind, 50, 60 Kilo. Also, Minimum. 50, 60 Kilo. Stell mal vor, wie viel wird Aurelia wiegen? Die wird doch zwischen 50 und 60 Kilo wiegen, als ob die dann einen Sack in ihrer Gewichtsklasse auf ihren Rücken tragen kann. Halt dich einfach so, schau. Genau, sehr stark. Super schnell. Guck mal, der macht das toll. Der feuert die an. I love it. Komm. Wie, was? Instinktiv direkt kommen, hoch und da muss irgendwas sein und hol das einfach runter. Egal was es ist, egal wie. Die sind jetzt bei den Fahnen. Kommst du da dran? Tetter da drauf. Machst du? Ja. Richtig. Ich hatte die kaum oben, Aurelia. Da war die schon wieder unten. Krass, die sind stark. Was ist das? Wir müssen abklemmen. Gib mich hoch. Ach so. Drehen. Hab ich doch. Den Dings in der Mitte. Oh nein, aber guck mal, das ist nicht fair hier. Kevin und seine Teampartnerin, die können sich da nicht gegenseitig auf der Schulter hochheben. Da klappen die zusammen. Müssen wir das so irgendwie probieren? Ich glaube, die kriegen es runter. Ich habe keine Kraft mehr. Und ich habe das gar nicht so verstanden. Ich dachte, man muss den so hochziehen, dann geht der auf. Die anderen kriegen das irgendwie ab. Und ich so, der Scheiß geht nicht. Hey. Ich hab's euch. Drehen und reindrücken. Okay, runter. Sehr gut. Zack, einfach aufgeschraubt, aufgedrückt, rausgenommen. Das war sehr gut, da haben maximal 10 Sekunden dafür gebraucht. Da haben sich ja andere hatten ja 2 Minuten Vorsprung und waren da immer noch. Also das haben wir sofort runtergekriegt. Krass. Und dann sich die ersten weiter loslaufen, die zweiten weiter loslaufen. Das war jetzt. Nein, schwer. Scheiße, Alter. Karma, Spaß. Ehrlich sein. Soll ich dich kurz. Was? Brauchen wir das? Säcke mitnehmen und die Fahne. Ach so. Ja, Giuliano, jetzt lauf, hol die 3 Sachen. Das kriegst du getragen, allein. Krass, mich ja immer noch die beiden Säcke am Schleppen. Der ist echt eine Maschine. Ich bin losgerannt mit meiner ganzen Kraft. Und ich habe gemerkt, meine Kräfte verlassen mich in diesem Sand und in dieser Hitze. Und ich war schockiert. Ich
mich ja halt nicht fest. Er hat mir dann geholfen, mich gehalten und so, aber es war echt krass. Ich habe auch das Gefühl, die laufen da berghoch, ne? Kommt auch noch mal dazu. Ja, irgendwo haben wir uns die Luft ja, so gegenseitig irgendwie gegeben dann auch. So eine zweite, dritte, vierte Luft und so. Wer kennt sie nicht? Die zweite, dritte und auch vierte Luft. Nach den Hindernissen mit den Säcken und so weiter. Sorry! Krass, der trägt auch beide Säcke. Alter, das muss ja hammerhart sein. Hammerhart. So, ich komm! 10 Metern musste sie Pause machen und musste kotzen. Das ist... Ja, ich gehe. Ich kann nicht schnell. Natürlich denkt man sich so, hoffentlich gibt die nicht auf. Sorry! Ich komme! Aber guck mal, sie geht ja noch. Sie geht noch, sie steht nicht, sie sitzt nicht, sie liegt nicht. Sie ist immer noch dabei. Ist natürlich scheiße, aber was soll die machen, wenn die alle 10 Minuten kotzen muss? Ich hätte auch noch 5-mal kotzen können und hätte weitergemacht. Ja, das ist der Spirit. Holy Spirit activated! Holy Spirit activated! Kannst du einen Sack nehmen? Ich weiß nicht, ich probier's. Gib mir das. Auf die linke diesmal. Yasin ging es eigentlich heute schon den ganzen Tag jetzt nicht so unbedingt mega gut. Also er hatte tatsächlich noch einen kleinen Kater gehabt. Ach du Scheiße, na, das wünsche ich auch so niemandem. Yasin hat Gas gegeben, jetzt ja auf dem Hinweg, auch alkoholtechnisch. Warte mal kurz, die zeigen jetzt die Aufnahmen von deren Hinflug. Hä? Dann wissen die doch, wer in diesem Format mitmacht und so. Die haben alle so überrascht getan eben. Sehr bescheuert. Erstmal zu den Spiritosen. John ist jetzt geboren. Der Junge ist geisteskrank. Er ist nur am Saufen. Aber wie immer. Das sieht nach einem Ex-Spruch aus. Das sieht nach einem Ex-Spruch aus. Das sieht nach einem Ex-Spruch aus. Oh mein Gott. Ey, ich muss sagen, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche besoffene Leute, die auf einem Langstreckenflug in deiner Nähe sitzen. Boah, ist das schlimm. Ich finde es schon schlimm, wenn man nach Malle fliegt. Und man will eigentlich nur Ruhe haben, aber die ganzen Malle-Leute sind auch mit dabei und machen ihre Party. Boah, bist du dumm. Nee, das sollen sie machen, das geht ja auch schnell. Aber hier so ein Flug nach Thailand, was ist das, 15 Stunden oder? Ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Und was ist das überhaupt, dass der sich auf so einem Flug besaufen muss, Alter? Also, die feiern den auch noch dafür, ne? Die so finden das richtig cool, also Giuliano da. Yasin, weißt du was? Das ist einfach eine verfickte Respektsache. Trotz ruhig. Was ist halt? Oh Mann! Was ist los? Das kratzt meine Schultern! Das ist echt scheiße. Das hieß ja, es sind unterhaltsame Challenges. Wo ist das denn bitte unterhaltsam? Vielleicht für die Crew zum Zugucken oder für den Zuschauer dann. Aber für mich ist es auf gar keinen Fall unterhaltsam. Stell dir vor, das steht in deinem Vertrag. Du wirst an unterhaltsamen Challenges teilnehmen. Und dann ist das so das. Was? Ausdauer ist okay so, ne? Okay, ich habe jetzt auch so eine Raucherlunge so an sich. Klar ist das nicht so gut, aber das heißt nicht immer was, weil ich war jetzt auch joggen und so die Tage, also was heißt die Tage vor, keine Ahnung, ein paar Mal. Und da war ich fit. Ich finde die geil, die Einschätzung auch. Ich war ein paar Mal joggen, das war kein Problem. Eine Runde um den Block habe ich geschafft. Also die Lunge hat nicht versagt. Ich stand immer noch da, ohne dass sie kollabiert ist. Also was hast du denn erwartet? Was für ein Scheißsack, Alter. Ich kann nicht mehr. Gar keinen Bock mehr auf den Sack. Sind eh letzte. Alter, ekelhaft und Sack. Wie sieht's denn bei Giuliano und Zoe aus? Ja, ich kann nicht. Da vorne ist das Ziel. Kurz hin. Da vorne ist das Ziel. Der Sack. Lauf. Ich kann nicht. Lauf, komm, bitte. Das sieht doch wirklich aus für mich, als würden die da berghoch gehen. Seid doch mal ehrlich. Was soll die Scheiße? Der Hauptzug sind nicht letzte. Ja. Kriegst so viele Perlen, wie du willst. Ich will keine Perlen, ich will nur nicht kotzen die ganze Komm, Zeit. Komm, bitte lauf so, bitte. Einfach laufen. Komm. Ja. Die laufen wirklich, die laufen noch. Die gehen nicht, die laufen. Ich finde das krank. Langsam, pass bitte auf. Pass auf. Ich habe mich kurz vorm Ende einfach von oben gesehen. Ich dachte, das geht nur nachts, also Astralprojektion. Ich habe mich einfach von oben gesehen. Das hätte ich so meinen Körper kurz verlassen. Das war so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass es funktioniert, also dass sowas geht. Die ist auf jeden Fall Drop-Viob, glaube ich. Nee, aber mal ganz im Ernst. Ich habe das auch schon mal gehört, aber nicht mit Astralprojektion. Das habe ich noch nie gehört. Sondern, dass es auch, wenn du so richtig trainiert im Meditieren bist, kannst du auch in einen Zustand kommen, wo du dann aus deinem Körper raus und dich quasi von oben siehst. Ist das dasselbe? Wahrscheinlich nicht, ne? Finde ich ja spannend. Finde ich ja spannend, Thomas.
Geil. Die zwei haben gewonnen. Die haben tatsächlich gewonnen. Und ich finde das so krass, wie was für ein starkes Team das war. Guck mal, Aurelia hat es nicht geschafft, diesen Sack zu tragen. Micha hat ihn genommen, hat sie weiter motiviert. Also das war ja jetzt nicht zwei, die super, super stark waren und viel stärker als alle anderen. Das ist ja Quatsch. Klar, Micha ist ein Mega-Sportler, ne? Mit seinen heftigen Beinmuskulatur. Ich glaube, der ist Fußballer. Aber Yassin ist Basketballer. Giuliano ist ein Naturbursch. Der wird auch die Muckis haben. So, Dominik, sehr sportlicher Typ. Trotzdem haben die es geschafft hier, weil die als Team unfassbar gut waren und beide auch, also anscheinend alles gegeben haben, wenn Aurelia da sogar halluziniert in den letzten 5 Metern. Erster Alcalamba! Bist du geil? Finde die Umarmung auch ein bisschen sehr intensiv, muss ich sagen. Aber macht ihr mal. Dann sieh mich auch als stur, aber es reicht. Wir sind so ein tolles Team, hätte ich niemals gedacht. Cool. So, wer kommt als nächstes ins Ziel? Die paar Meter noch, komm, komm, komm! Stark, 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 stark. Komm, komm, komm. Krass, der trägt auch den Sack, ne? Der trägt den auch. Ich finde krass, dass Zoe jetzt in der Lage ist zu laufen. Aber hey, die werden Zweiter, oder was? Los, 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 los! Geh durch, Mann! Los, Michael! Michael, schau! Krass, die sind wirklich Zweiter geworden. Ich hätte gedacht, die wären Letzter. Weil das ein bisschen so aussah, dass Zoe halt ständig stehen bleibt und kotzt. Aber die haben wirklich den zweiten Platz hier eingenommen. Wow. Ich finde das nicht stattfindig. Oh. Süß. Ist der dritte Platz schlussendlich geworden. Ist okay. Finde ich okay für die erste Challenge. Könnte schlechter verlaufen. Kann natürlich aber auch besser verlaufen. Finde ich toll. Da könnt ihr sitzen und sagen, es ist alles Michelles Schuld, Alter. Ohne die hätte ich den ersten sowieso gemacht. Nein. Absolut nicht. Also ich finde, Dominik hat hier sehr viele Pluspunkte bei dieser Challenge gewonnen. Micha auf jeden Fall auch. Michelle und Aurelia ja sowieso. Zoe auch. Giuliano auch. Der hat teilweise die Säcke getragen für die. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Ich glaube, dass die ziemlich verwundert sind, dass wir den zweiten Platz noch geholt haben. Das hätten die alle niemals kommen sehen. Ja, aber weil du halt auch so viel Drama gemacht hast während der Challenge, ne? Da ist natürlich klar, dass die Leute was von was anderem ausgehen. Sie weiß ganz genau, wie man das Spiel spielt. Sie ballt richtig gut. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir auch ein starkes Team sind. Hast Blatt auf Papier. Stark! Süß, guck mal hier, Zoe, die Erste, die klatscht und sagt stark. Wir müssen hier aufs Detail achten, weil das Problem ist, wir haben ja alle irgendeine Meinung von den Leuten. Und ich glaube, das größte Problem an uns ist dann wiederum, dass man den Leuten auch nicht mehr zuhört. Man denkt ja sowieso, so und so sind die in die Schublade auf, rein und fertig. Aber nee, die können sich ja auch verändern. Die können ja auch andere Menschen werden. Also diese Chance besteht ja immer wieder. Und ich finde auch, dass wir den Leuten auch immer mal wieder diese Chance geben sollten. Gut, bei Yassin habe ich jetzt schon ein paar Mal geschossen. Oh, klatsch dir. Aber hey, der hat auch wieder komische Sachen gezeigt, die mir nicht in Kram gepasst haben. Das will ich aber auch dazu sagen. Also es war... Ich glaube, mit den toughesten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Echt tougher als hier der Doppeldreier, den du da hattest bei nach Ex on the Beach im Hotelzimmer? Wow. Carina, mach dir keinen Kopf. Ich habe noch nie bei dem was Anstrengenderes gemacht. Das war wirklich die anstrengendste sportliche Aktivität, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Also ich war noch nie so fertig da nach irgendwas. Also es war, ja, krass. Ich finde das krank. Also weil ich ja immer noch denke... Mit ihren leeren Magen, der Hitze, allem drum und dran und dann noch diese unfassbar anstrengende Scheiße. Also, wäre ich da ins Ziel gekommen, ne? Ich würde denken, ich bin King Kong. Ab jetzt, weil ab jetzt kann ich wirklich alles im Leben schaffen. Das wird mir so einen Push geben im Selbstwert. Wirklich. Das ist, da kannst du echt stolz drauf sein, wenn du diese Scheiße hier durchziehst. Ach, guck mal, Kevin und hier. Ich kann den Namen noch nicht, sind auch da. Michaela heißt sie doch, wegen Michaela Schäfer. Ich bin am Ende dreckig nass, vor allem. Man hat nicht mal Handtücher. Es ist, ja, Katastrophe. Habt ihr gehört, die haben nicht mal Handtücher. Die können sich jetzt nicht einfach mal irgendwie mit kaltem Wasser kurz abduschen und trocknen. Boah, das finde ich hammerhart. Ihr guckt ja mal meine Schuhe an, ne? Die habe ich mir extra neu gekauft. Sagt Kevin, ne? Aber dass hier Zoe mit ihren Stöckelschuhen kommt, das ist komisch. Aber dir hier New Balance neu zu kaufen, obwohl du weißt, du bist hier im Dschungel, Survivor-Mode. Das ist okay, verstehe ich nicht. Nee.
die Schwester. Also echt hartes Spiel gewesen, hartes Spiel. Wenn das erst der Anfang ist, will ich nicht wissen, was uns noch erwarten wird. Obviously ist das erst der Anfang, lieber Dominik. Das Kater, weil du dich verarschst. Man weiß ja nicht, was morgen kommt. Man weiß ja nicht, was für einen kranken Mist die sich ja wieder ausgedacht haben, um uns zu quälen. Ja, das stimmt. So, jetzt ist aber hier die Verlesung, wer wie was gewonnen hat, wie viel Perlen, Essen, etc. Ich übergebe an den Mann mit der wunderschönen Blume im Haar. Team Gelb, 400 Gramm Reis und 40 Perlen. 400 Gramm Reis und 40 Perlen. Also was die Perlen bedeuten, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber 400 Gramm Reis ist erstmal stabil auf jeden Fall. Oh, stark. 40, oha. Also für mich persönlich ist das ein sehr, sehr toller Start, ein sehr motivierender Start. Also es hat mich unglaublich gepusht. Glaube ich, weil du jetzt auch weißt, ne, dein Teampartner ist stark. Mit dem kannst du im Team spielen, agieren. Mit dem kannst du vielleicht sogar gewinnen. Team Lila. 200 Gramm Reis und 20 Perlen. Team Pink, 150 Gramm Reis und 10 Perlen. Team Orange, 100 Gramm Reis und 5 Perlen. Team Blau, 50 Gramm Reis. Ihr habt nichts gewonnen. Oh, die haben nichts gewonnen und nur 50 Gramm Reis für zwei Personen. Das ist wenig, ne? Das ist sehr wenig. Klatsch. Ob ihr euren Gewinn teilt oder nicht, entscheidet jedes Team für sich. Aber überlegt gut, denn ihr wisst nie, man das nächste Pearl Game gespielt wird. Ich würde sagen, also guck mal, ich hätte einen Vorschlag. So, ich würde sagen, mein erstes Spiel war dies, das drumherum. Und jeder so im Arsch ist, wir schmeißen den kompletten Reis zusammen. Ja. So am Anfang für die erste und dann kriegt jeder, sind ungefähr, warte mal, 400, 200, sind 800 Gramm. Dann kriegt jeder 75. Alter, was ist das für eine Maschine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum stehen hier nur 9 Personen? Hä? Das sind doch alles Zweierteams. Da stehen aber wirklich nur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Zu viel. Ich bin nicht dumm gerade. Aber wer fehlt denn da? Aurelia fehlt. Ja gut, aber es sind 10, ne? Also 800 Gramm geteilt durch 10 sind 80 Gramm Reis pro Person. Was hat er gesagt? 75. Hey, ist ja völlig falsch gerechnet, Giuliano. Es sind 80 Gramm pro Person. Ich habe hier, schwarz auf weiß, habe ich es ausgerechnet bei 800 durch 10. Das kann ich auch nicht im Kopf. Ich bin nicht dumm. Ja. Ich war auf dem Gymnasium. Aber erst war ich völlig beeindruckt. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das total toll, dass der das vorschlägt, weil er ist jetzt Zweiter geworden. Er ist auch jemand mit viel Reis, den er da vergeben kann. Und er macht es nicht aus egoistischen Stücken, sondern halt, ne, komm hier, ihr seid alle müde, ist der erste Tag, ihr habt alle Hunger, lass uns das jetzt teilen und danach bin ich auch ein egoistisches Arschloch, was ich völlig okay finde. Aber da muss ich wirklich sagen, sehr gut gemacht, Baby. Klapp, klapp. Ja, macht Sinn. So, alle haben ihr Bestes gegeben. Auch jeder und ich sind jetzt mit den 40 Perlen am meisten belohnt worden. Das ist auch eine coole Sache, aber ja, der Reis sind wir mal nicht so, ne? Süß, auch er hat damit überhaupt kein Problem. Als Erster, die haben ja den meisten Reis und das finde ich ganz, ganz toll. Für den ersten Tag, danach sage ich euch, bin ich der größte Egoist, aber für den ersten Tag. Ja. Kannst du sein. So, jetzt ist ja aber auch mitten in der Nacht. Eigentlich ist ja auch so ein bisschen, die einen machen das, die anderen das. Ne? Aber wir gucken jetzt mal, was macht denn Kevin? Du hast doch gar nicht gewonnen. Natürlich haben wir gewonnen. Wart ihr Erster? Ach so, na gut. Aber wir teilen ja auch. Du hast ja beide Säcke getragen. Deinen wir Sack, teilen ja auch. Deinen Sack kann ich auch bald mal tragen. Ertragen. Oh, was? Der war gut. Man kennt ja seine Pappenheimer so. Und Kevin ist einer davon, wo man auch mal so ein bisschen provozieren kann. Das ist ja echt, also... Ein Kevin ist nicht direkt beleidigt, da bekommt man auch einen Spruch zurück. Ja, das ist absolut Kevin. Also wenn der austeilt, der kann dann auch einstecken. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich finde schön, dass die beiden hier so auf einer Wellenlänge sind. Das ist doch schön, wenn du da jemanden hast, mit dem du Späßchen machen kannst den ganzen Tag. Hast du noch nie ein Format gewonnen? Nee. Doch, are you doing? Aber jetzt bin ich hier. Was hast du da gewonnen? Erfahrung auch, weißt du? Und auch Geld, oder? Du solltest vielleicht mal an Hirn und an Weisheit gewinnen. Ja, aber du hast heute auch an Erfahrung gewonnen, oder nicht? Sei ehrlich. Ja, aber ich würde auch so einen Scheiß nie wieder machen. Also, nee, bin ich ganz ehrlich. Der Kevin durch den Dschungel. Die ersten Meter. Oder die letzten Meter. Ey, aber ich finde es krass, ne, wie viel Euphorie der spürt. Ich glaube, wenn du so eine Challenge wirklich gemacht hast, dann bist du einfach stolz auf dich. Und das ist einfach auch ein tolles Gefühl, ne? Richtig geil. Naja. Ich verstehe gar nicht, was dieser Mensch da spricht.
Hör mal, du bist auch in der Erbsensuppe nicht gar geworden, ne? Du bist doch in der Erbsensuppe nicht gar geworden. Das hab ich ja noch nie gehört. Ich fand's witzig so. In dem Moment pushen wir uns auch gegenseitig von den Sprüchen her. Also geht, ja. Ey, wenn ihr beide damit fein seid, völlig gut. Für mich ist es entertaining pur. So, Gott, ich kann das auch jetzt. Ich möchte jetzt gerne mal los. Oh mein Gott, ey, die Fliegen sind ja die Einzige, die auf dich Bock haben. Der kam nochmal richtig geil. War cooler Dude, der Kevin. Micha, gehen wir eine Kokosnuss holen? Ja, genau, komm. So. Natürlich noch so einer krassen Challenge, nachdem wir den ganzen Tag nichts gegessen haben, da ein bisschen Energie und Kohlenhydrate zu sammeln für die nächste Challenge, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Hey, wenn ich da jetzt auf Kokosnuss Sammeljagd wäre, die ganze Zeit in meinem Kopf, ich schwöre euch, würde laufen. Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Das war euch auch so? Nein, noch nie. Ja! Yeah! I'm a natural. Gut, die erste Kokosnuss ist vom Baum gepflückt. Was geht hier? Normalerweise hast du einen Draht, machst das dann hier dazwischen, dann machst du zack, 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 zack. Und dann ist der Draht heiß und dann zünde das. Zum Glück haben wir Giuliano, den Naturburschen, der uns hier erklärt, wie ein Feuer angeht. Rest in peace. Ja, dann lass doch noch mal bei den anderen gucken, oder? Ob die vielleicht sowas noch haben. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Die, also Micha und Dominik sind Kokosnüsse sammeln. Ja, das ist ja jetzt unwichtig. Wir müssen ja erstmal Feuer machen. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe. Das ist völlig bescheuert. Du verstehst das nicht. Das ist jetzt gerade das Wichtigste. Hä? Also erstens sind das 2 Leute von 10, die Kokosnüsse sammeln. Ihr seid 3. Wo ist der Rest? Sollen die euch doch helfen mit dem Feuer machen? Ich finde das tatsächlich sehr essentiell, dass die sich da ihre Kokosnüsse sammeln, weil eine Kokosnuss ist sehr nahrhaft. Das ist so ein bisschen Elektrolyte auch. Ich hatte das auch ein paar Mal so, wenn ich so Kreislauf hatte oder so, ne? Und dann wird mir dann schwarz vor Augen, ich muss mich hinsetzen, ich sehe nur noch Sterne und so. Das kriege ich manchmal, aber das kriege ich auch manchmal, weil ich dann einfach nicht gut gegessen habe an dem Tag oder so. Eine Kokosnuss hat mir doch immer daraus geholfen. Ehrlich gesagt kann man sich von Kokosnüssen gar nicht ernähren, meiner Meinung nach. Weil das ist einfach, das ist kein Nährstoff, dieses bisschen Fruchtfleisch, was da drinnen ist. Ja, aber nee. Genau das ist halt, was ich meine. Da ist Nährstoff drin. Aber wirklich, das ist richtig gut für euch. Trinkt die Scheiße. Also vor allen Dingen im Kokosnusswasser ist sehr viel Gutes drin. Das ist so dumm, dass wir das jetzt machen. Das ist so sinnlos. Warum regt diese Melissa sich denn da jetzt so krass auf? Also, wenn sie da jetzt Zeit haben, sich da hinzustellen und sich darüber aufzuregen, dass die Kokosnüsse sind, in der Zeit könnt ihr die doch weiter Feuer machen, verstehe ich nicht. Warum? Also, muss man sowas auch im Hellen machen? Ja, sollen die machen, ist mir egal. Weil man kein Essen kriegt, manche sind ja hier dann hysterisch, manche kriegen sich nicht unter Kontrolle. Ja, ich befürchte so das Schlimmste. Ah, shit. Coconut Game ist krass. Normal, wie anstrengend. Wirklich. Du bist richtig durchgeschwitzt. Eigentlich bringt gar nichts zu schwitzen. Also eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ihr jetzt beim Feuermachen helft. Ja, aber wir brauchen auch noch was für morgen früh. Ja, aber das kannst du ja morgen früh noch machen. Wir müssen ja erst mal Reis essen. Und morgen das früh bist du müde. Hä? Und jetzt bist du noch fit. Ja, ist doch gute Arbeitsaufteilung. Weißt du, wie in welchem Leben bist du fit? Ich verstehe den Micha, ehrlich gesagt. Melissa verstehe ich nicht so ganz, weil ich finde es auch wichtig, dass sie ein paar Kokosnüsse haben. Und man kann da auf jeden Fall Arbeitsaufteilung machen. Weißt du, wie lange es dauert, bis du erstmal das Feuer gemacht hast und bis das Wasser kocht und weißt, so? Das dauert ohne Spaß, weißt du, wie lange Feuer machen ohne Feuer? Ja, aber sollen jetzt alle 10 Leute da so machen, oder was? Nein, aber, Holz sammeln. Ja, gleich, Holz, wir bringen das seit Holz. Eine halbe Stunde. Okay, seit einer halben Stunde. Chill ein bisschen, Zoe. Ach, was hat der jetzt mit Zoe? Zoe ist bekannt für Beef. Aber das ging alles nicht von Zoe aus. Also da bitte ich mal kurz noch mal genau hinzugucken. Melissa hat da rumgestänkert und gesagt, das ist doch scheiße, alles scheiße, bla bla bla. Und Zoe hat dann einfach nur noch irgendwas anderes gesagt, was ich jetzt schon relativ neutral empfunden habe. Aber klar, wenn man sowieso denkt, die als eine blöde Zicke, ja, dann ist alles, was die sagt, halt scheiße, ne? Ja. Ihr seid ja nicht mal... Wir kommen gerade vom Holen und die gehen. Ich schwöre, anstatt ihr sagt, ja geil, Leute, morgen früh gibt's Kokonat. Das ist ja nichts Negatives, aber ich meine, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, es ist dunkel. Ja, dann sucht. Es ist... Ja, scheiß auf. Boah, ich war so respektlos wie immer einfach. Die Alter. Richtige Alter. Alter, aber wieso ist der jetzt so sauer auf Zoe? Irgendwo hat sie ja auch recht, aber irgendwo haben sie auch recht. Da könnte man da ja kurz mal Danke sagen für die Kokosnuss. Also, ich merke, die Menschen werden hungrig und wütend. Eine richtige Alter. Komm, fuck mich ab. Ohne Witz, die gerade gemeckert haben, die bekommen gar nichts. Nee. Ehrlich, der hat richtig gemeckert, ne? Ja, aber ich verstehe es nicht. Aber auch Melissa ist gestorben. Also Melissa hat hier richtig gemeckert und Zoe hat nur was Kurzes dazu gesagt. Also sorry,
Das erzählen sie jetzt aber auch falsch. Wenn die morgen früh müde sind, da sollen die mal Kraft haben, da mit Muskelkater irgendwas runter zu angeln. Guck, wir denken an Marun. Morgen gibt's lecker Frühstück für uns. Ich finde das so affig. Also, wenn niemand im Leben auf die Idee kommt, mir zu sagen, hey, jetzt los. Mach mal Feuer und dann selber so dastehen. Hä, aber ich check's auch nicht. Also Michelle und Aurelia sind ja anscheinend an ihrer Hütte. Sammeln hier auch kein Holz, machen nix. Da würde ich mal sagen, Leute, schwingt euren Arsch. Aber bei denen, die schon was tun, ist ja ein bisschen dumm. Sagt über Zoe also erstmal mega Unsicherheit aus. Also wenn man jemand anderen immer schlecht machen muss, das ist eigentlich eine Eigenprojektion von sich selber. Weil wenn du im Reinen mit dir bist, wenn du dich gut fühlst, dann hast du eigentlich nur Liebe für einen anderen Menschen übrig. Aber wieso hast du, also dann bist du ja anscheinend auch nicht im Reinen mit dir, weil anscheinend hast du ja auch irgendwas gegen die Alte. Die hat nichts gemacht, Leute. Was soll denn da jetzt schlimm dran gewesen sein? Also, die jetzt so darzustellen, nur aufgrund von irgendwelchen falschen Wahrnehmungen der Jungs, ist auch ein bisschen scheiße. Hat keiner von euch Hunger? Doch. Ja, dann komm, wir müssen Feuer machen, lass den Reis kochen. Ey, wir haben gerade Coconuts am Dings. Wie viele Leute sollen Feuer machen? Ja, weißt du, wie Feuer geht? Ja, wisst ihr? Nein, deswegen ja. Hey, Momentchen. Giuliano weiß nicht, wie Feuer geht? Das ist Quatsch. Der hat uns doch eben gesagt und genau erklärt, wie der Bums funktioniert. Aber dann lauf hier nicht so rum und tu so, wie dass du hier die heilige Maria bist. Das geht mir auf den Sack, Alter. Das geht mir richtig auf den Zeiger. Ja, dann sag doch. Das haben wir doch gesagt. Nein, ja. Also ich bin so ein Mensch, man muss immer probieren, aber wenn jemand von Anfang an sagt, der hat da gar keinen Bock drauf und das so mal rum. Ja, dann werde ich halt auch mal lauter, ne, und sag halt auch mal meine Meinung und meistens ist dann immer das Problem, dass es halt dann nichts wird. Aber sehe ich den Zusammenhang jetzt nicht zu, Micha? Wir haben gerade 3 Kokosnüsse geholt, okay? 3, Leute, 3. Aber so wie die mit mir geredet hat, wie bitte? Das geht nicht. Aber die, ne? Der müsste jetzt eigentlich Melissa meinen, weil Zoe hat... ich wiederhole mich hier, ne? Schon Sprung in der Schüssel, oder wie das heißt, in der Kassette. Ich habe sogar gesagt, es ist nichts Negatives. Naja, aber genau, die hat das ganz neutral gesagt. Boah, wie du mit mir geredet hast. Wir suchen schon seit halbe Stunde, ist das okay? Wir kommen eh helfen, aber wir haben das gerade geholt, deswegen. Ja, ganz im Ernst, ich habe dazu gesagt, das ist nichts Negatives. Er meint ja, ich habe diese Anti-Haltung, aber ich bin weder ihm gegenüber noch sonst irgendwas gegen. Ja, natürlich, wir gehen hier alle an unsere Grenzen. Wenn du meine Meinung nicht hören willst, dann frag mich nicht, weil ich werde bodenlos ehrlich sein, genau das, was in meinem Kopf drin ist. Ja, okay. Wenn du empfindlich bist, dann bist du empfindlich. Okay, heul leise. Ich liebe das, weil sie trifft es doch völlig auf den Punkt. Er ist super empfindlich. Warum fühlt er sich so angegriffen von der? Ne? Und sie sagt jetzt hier, ja, du bist echt super empfindlich. Und er sagt, heul leise. Er ist doch hier derjenige, der rumheult. Pissig. Ich heul nicht. Doch, du heulst wegen Holz suchen. Das sehr anstrengend. Überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, dass man doch, helfen kann, du hast darum geheult, bist du. Oh mein Gott, Alter. So eine lächerliche Drecksdiskussion. Es ist eine lächerliche Drecksdiskussion. Und es sieht doch jetzt so aus, als wäre Zoe die Dumme. Dabei hat die nichts gemacht zum Fick. Das ist einfach nicht fair. Ey, pack dir echt nicht. Ich pack dir nicht. Aurelia, wenn du mit dir im Reinen bist, ja, dann hast du eigentlich nur Liebe für die Leute übrig. Wo ist deine Liebe für Zoe? Ja, sie schießt sich damit ein Eigentor. Also es ist eigentlich super dumm. Aber weißt du, was auch super dumm ist? Einfach davon auszugehen, dass die Wahrheit, die Dominik und Micha da erzählt haben, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Es gibt halt immer zwei Varianten. Die Person, die dabei, also ihr wisst, was ich meine, Zoe hat da eine Meinung, als auch die Boys oder auch Melissa. Ist ihr scheißegal, sie hört nur darauf, was die Jungs sagen wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie denkt, ja, die blöde Zoe, die kenne ich doch aus anderen Formaten, das ist immer die dumme Zicke. Ist in meinen Augen halt auch nicht richtig, da mit so einem Mindset wahrscheinlich ranzugehen. Also vielleicht auch nicht, vielleicht macht es unterbewusst, aber wir haben ja die Situation gesehen, sie war nicht so, wie sie hier geschildert wird von Dominik und Micha und Zoe wird, Zoe wird hier als Arschloch hingestellt. Nicht fair. Also einer hält und einer dreht hier, so dass einer so den Druck hier hat, weißt du? Das funktioniert ja hervorragend. Irgendwie hat keiner einen Plan, wie das funktioniert. Wir haben unser Bestes gegeben, wir haben es versucht, aber wir haben es einfach nicht geschafft, weil wir nicht die richtigen Utensilien dazu hatten und sind deswegen echt alle sehr, sehr verzweifelt. Alter, das heißt, ne?
Wenn die sich kein Feuer machen können, können die sich kein Reis kochen. Das heißt, die können nichts essen, außer diese blöde Kokosnuss, die ja sowieso so unnötig war zu holen. Das kannst du vergessen. So, ich schwöre, ich hoffe schon keine Kinder zu, weil ich hau gleich wieder Ausdrücke raus. Die gehören gar nicht auf diese Welt. Ach, wenn du mit einem Wiener Akzent sprichst, versteht dich eh keines. Kein Problem. Aber man kann doch nicht ohne essen. Wir können doch nicht ohne Essen ins Bett. Doch. Ist nämlich scheißegal. Wir sind Reality-Menschen. Wir sind nichts wert. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich schwöre, wenn das die nächsten Tage so geht, ich zahle jede Strafe, mir ist wurscht, ich gehe an. Sorry, aber es ist nicht menschenwürdig. Ich weiß nicht, was los ist. Sorry, hat ein bisschen Stimmungsschwankungen, glaube ich. Ja, die ist wahrscheinlich Hunger wie sonst was, merkt, dass sie da schon mittlerweile langsam ein bisschen ausgegrenzt wird. Die kriegt ja alle Blicke mit und alles würde mich auch nicht gut fühlen. Wir sind auch Menschen. Nur weil wir im TV sind, heißt nicht, dass wir irgendwelche Missgeburten sind, die man so behandeln kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr eigener Charakter und vielleicht auch teilweise sehr anstrengender Charakter, weil sie halt an allem nörgeln, meckern muss, alles ist scheiße und klar, ich würde auch alles scheiße, aber ich muss es nicht die ganze Zeit von mir geben. Ja, verstehe ich Michelle auch total. Aber ich glaube grundsätzlich in so Reality-TV-Formaten, die Leute werden ja gebrieft, denen wird ja gesagt, denkt laut und so ein Scheiß, weil sonst kriegst du ja gar nichts mit. Wisst ihr, wie ich meine? Wozu schalten wir da ein? Und das tut sie hier, also sie macht ihren Job gut. Ist das wurscht, ist ja kein weiteres Wort mehr. Viel Spaß die nächsten 10 Tage. Ah ja, gut, dann nehme ich das auch zurück. Die nächsten 10 Tage wird sie nichts mehr sagen, finde ich auch okay. Ganz ehrlich, bin ich dabei. Der Rabbiner kommt jetzt nach da. Nee, wir müssen das jetzt so drum binden. Ja, okay. Kannst du einen Schokopack nehmen? Ja, oder so. Sicher? Wir machen wie bei Challenge. Schaffst du das aber jetzt? Ja, natürlich. Nein, aber jetzt von der Kraft her, weil es ist schon hart. Wir bauen uns ein Himmelbett. Da soll man sich auch fühlen wie auf Wolke 7. Die zwei, ne? Was ist denn da eigentlich los? Ich dachte, Aureli hat gar keinen Bock aufs Flirten. Ich erinnere euch an ihr Gesicht. Nee, das kann sie besser, das kann sie besser. Ich zeig's euch nochmal. Dann irgendwie flirten anfangen und auf Angriff gehen und touchy werden. Oh. Hoch genug? Ja, du musst ein bisschen weiter vor. So? Ja, geht's. So ein Stichchen in unserem Bett. Geht's? Ja. Aurelia ist super hübsch, natürlich hübsch, ist eine coole Socke so, ja, ist auch sehr herzlich und ich mach noch was kurz. Nee. Ja, ihr Charakter ist auch einfach so schon sehr cool. Sehr gut. Ich liebe diese Situation. Er setzt sie ab und steigt ihr einfach so bam auf den Arsch zu klatschen. Was doch fast jeder getan hätte. Macht er hier an der Seite von der Hüfte. Das finde ich toll. Das ist Respekt. Das ist schön. Also ganz ehrlich, mich hätte es nicht überrascht, hätte der wirklich hier zack, boom, den Fabio gemacht. Aber hat er nicht. Und auch so Kleinigkeiten fallen mir auf. Geil. Das wäre geschafft. Vom Typ her auch schon einfach hübsch. Ja, doch. Ey, meint ihr, da wird noch was laufen zwischen den beiden? Oder die werden sich verlieben? Stell mal vor, so kommst du zusammen, weil du so ein Haufen Affen-Titten-Turbo-geiles Team bist. Ist irgendwie süß. Irgendwie ist es süß. Gefällt mir. Ja. Auch schon auf die Malediven. Himmelbett auf Wisch bestellt. So. Boah, so stellt ihr vor und euch bestimmt euer Brautkleid vor, ne? Ja klar, Hauptsache so ein Moskitonetz hinten dran geschnallt. Das ist uns das Wichtigste. Also so ein bisschen schöne Augen machen und so. Ein Lächeln aufsetzen und dann schauen, was passiert. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Gar nichts. Aurelia, nimm ich jetzt Decke. Aurelia, wir wärmen uns gegenseitig. Alter, das ist wirklich so krass. Die haben keine Decke. Ich könnte niemals ohne Decke schlafen. Aber jetzt pass mal auf. Micha ist jetzt hier bei Melissa und Yassin im Zelt. Und ich möchte, dass ihr ganz genau hinhört und auch hinguckt, was hier gerade passiert. Und bitte achtet mal genauestens auf Yassin. Ich bin ja auch wieder Heizung, weißt du? Wer weiß, wenn es da irgendwie so ein bisschen kalt wird. Ich guck mal, was bei mir heute Nacht so geht, okay? Ich komm ja nicht umsonst aus 2 Dating-Formaten, oder? Was glaubst du? Was? Ich geh mal gucken, was... Was noch so geht? Guck mal, was heißt das? Morgen dann wieder Lage. Kannst du morgen berichten? Lage. Mach, dann kann sie nicht mehr sauer auf mich sein. Oder? Ist sie sauer auf dich? Ja. Oder? Ja. Ich hatte doch was mit ihr vor. Wie bitte? Alter. Wisst ihr, wie ich diese Situation wahrnehme? Also erstmal, Facts, Yassin hatte, bevor er da hingekommen ist, was mit Aurelia. Das finde ich schon mal krass als Fakt, ja. Zweitens, Micha weiß es ja anscheinend nicht. Erzählt da so ein bisschen, na, ich nehme Aurelia als Decke und bla bla bla, ne. Also man merkt, er hat ja Interesse an ihr anscheinend. Was macht Yassin? Also wieso muss er ihr das überhaupt sagen? Ist ja eigentlich scheißegal. Er sagt es ihm aber unterschwellig. Er sagt, geil, dann muss sie nicht mehr sauer auf mich sein. Natürlich fragt er danach, wieso?
Ja, ich hatte doch was mit ihr. Jetzt ist die Frage, wie ist Micha gestrickt? Ist er jemand, der einem Bro-Kodex wichtig ist oder nicht? Sind die Bros überhaupt? Ich glaube schon, ne? Wahrscheinlich sind ja alle Bros untereinander. Aber es ist doch so unnötig, es ist doch so extra gemacht von Yasin, ihm das jetzt irgendwie manipulativ zu sagen. Findet ihr nicht auch? Also, da kannst du mir erzählen, was du willst. Boah, der Bruder, der ist anders. Ja, ja, und probier's ja schon. Und dann auf einmal mit Dings was drin und dann. Was? Und dann? Was? 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 Und dann auf einmal mit Dings und hier und da. Was soll das heißen? Ja, also sie haben ja keine Beziehung geführt, sonst wären sie jetzt auch nicht Single so. Die Logik verstehe ich nicht. Halt einfach richtiger Yasin. Alter, aber wie krass. Ich finde das krass, dass er jetzt hier die Aurelia vermiesen will. Gönnt er nicht, ne? Gönnt er nicht. Yasin, klar, so, er ist irgendwo auch ein, ich sag jetzt mal, ein Frauenheld so, ne? Was bin ich? Ein Papa und ein Arschloch. Und dass der da nichts anbrennen lässt, so, sag ich mal so, das ist ja auch klar. Michi, mach, Michi. Glaubst du, da geht was? Alter, da rennt er jetzt noch hinterher. Michi, mach. Michi, glaubst du, da geht was? Soll ich stolz machen? Ich glaube, du machst ihn nicht stolz. Ich glaube, der würde ausrasten, wenn du jetzt hier die Aurelia kriegst und er nicht. Ja, nein, ich glaube. Halt's entspannt, Digga. Hm? Die kriegen doch gar nichts. Aber glaubst du, du kriegst nichts? Gar nichts. Alter, stell mal vor, Yasin und Aurelia wären ein Team gewesen. Das wusste man ja auch vorher nicht, wer da mit wem ein Team geht. Und dann hatten die was. Anscheinend sind sie ja nicht so gut auseinander mit seinen hier, dann war hier und da und bla. Bin ich mal gespannt, ob das noch aufgeklärt wird. Ich hoffe. Ja, und dann hätten sie da die Show zusammen machen müssen. Das wäre doch wieder Drama ohne Ende, oder? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Könnt ihr schon ein bisschen kuscheln? Nein, ich mach nicht, ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer, doch genau so einer bin ich. Was ist denn mit uns? Bitte laber keinen Scheiß. Yasin ist auch nicht so einer. Ich will nicht wieder die Messlatte so hochhängen. Ich sage, okay, ich kläre mir jetzt die. Das kommt vielleicht im Eifer des Gefechts. Hau mal ab. Das war's auch heute mit dieser ersten Doppelfolge. Wir gucken direkt, wie es weitergeht. Mit Yasin und seinen Frauengeschichten geht's auch weiter am Lost Beach. Der Womanizer geht auf Tuchfühlung mit Melissa. Oh, was Frauen angeht, ist er wirklich schrecklich. Das war zu viel. Ja, die Aurelie und ich, wir haben uns ja vor der Show ganz gut verstanden. So. Wusste ich auch nicht. Du stehst mir im Weg. Das ist so zu verhalten, bist du asozial. Du hast mich gar nicht von der Seite an. Was willst du eigentlich die ganze Zeit von mir? Was willst du machen? Die ganze Zeit? Wag es nicht. Im Paradies liegen die Nerven blank. Riecht mich so auf, Alter. Oh. Die Mägen sind gefährlich leer. Hast du Hunger eigentlich? Ja, schon. Und die Abenteurer fassen einen mörderischen Plan. Oh. Wie soll ich den töten am schmerzlosesten? Kopf ab! Kopf ab! Ich bete für dich, dass du im Paradies hast. Good luck, guys. Absolut krank, ne? Also ich werde auf jeden Fall einschalten, um zu wissen, was da mit Aurelia und Yasin war und was der Alte schon wieder gemacht hat. Regt mich ja jetzt schon auf. Nee, aber auch ansonsten bin ich hochgradig gespannt auf die nächste Doppelfolge. Leute, was sagt ihr? Wie gefällt's euch? Findet ihr das gut? Bleibt ihr dran? Ich hoffe doch. Mir zuliebe zumindest. Spaß. Soll euch ja Spaß machen. Das ist mir hier das Wichtigste. Ihr Süßen, schreibt mir gern euer Feedback in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr wollt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Wozu hast du High Heels an? Weil ich eine geile Bitch bin.